Hi Leute, in dem Video möchte ich dir heute ein bisschen was über die Psyche, über das ja, emotional-psychische Mindset, emotional-psychische Balance sprechen. Ich weiß nicht, ob es dir da manchmal genauso geht, dass du diese Ängste hast, Zweifel hast, gerade auch wenn gewisse Themen hochkommen. Eventuell eben auch in einer Reinigungsphase, wenn sich irgendwelche Blockaden lösen oder du unter Stress bist im Alltag. Also wenn du einfach in deinem Alltag nicht so gut zurechtkommst oder eben auch einen Fasten machst, die Ernährung umstellst und da eben auch emotionale, psychische Sachen mit hochkommen, weil es eben ein ganzheitlicher Prozess ist. Also es vergessen viele. Oder vielen ist es gar nicht bewusst, dass das alles verbunden ist. Sprich, körperliche Blockaden, welche man auch über die Ernährung lösen kann, die kommen auch durch eine Ernährungsumstellung raus. Oder eben, wenn du den Körper ja, bewegst, können die sich lösen. Oder eben Massagen machst und so weiter. Die Haltung entspricht auch immer, die äußere Haltung entspricht auch immer einer inneren Haltung. Beim Militär weiß man das auch. Dort nutzt man das auch ganz gezielt und geht einem gleich Schritt, nimmt die Haltung an. Und dementsprechend fühlt man sich ja auch. Du kannst es mal ausprobieren. Du nimmst irgendwie eine geöffnete Haltung an, nimmst die Arme nach oben, was viele irgendwie vor irgendwelchen Reden machen. Dass sie sich gut fühlen. Dass sie sich öffnen, nach außen gehen können. Und mit der Haltung ist eben eine Emotion, eine Stimmung häufig verbunden. Und an der Haltung siehst du schon, wie die meisten durchs Leben gehen. Und emotionale, psychische Blockaden, die sich eben auch lösen können, durch ein Fasten, durch eine Ernährungsumstellung oder durch sonstige körperliche Betätigung, muss man lernen, erstmal zu verarbeiten. Und wenn man vielleicht gerade in einem stressigen Alltag ist, da noch nicht so viel Zeit für sich findet, dann ist es unglaublich wichtig, dort die richtigen Mittel und Techniken an der Hand zu haben. Deshalb möchte ich dir in dem Video gleich ein paar Tipps geben auch. Es ist nämlich so, du kannst dir es so vorstellen, wenn du in deinem Alltag so im Stau stehst. Du regst dich so auf, du stehst vor der Ampel, du siehst nicht mal ums Eck, du siehst nur die Autos stehen, du weißt gar nicht, wie es vorangeht. Du bist völlig mitgenommen davon. Du kannst nicht mehr, du bist völlig ausgelaugt und ja, du hast einfach keinen Bock mehr, so wie es gerade ist. Und dann kommst du über den Flughafen, sitzt dich ganz entspannt in deinen Flieger, es ist Abend und du siehst so von oben diesen Stau, du siehst so die Lichter blinken, denkst du, hey, ist doch eigentlich ganz nett, dieser Stau. Und es ist so ein Perspektivenwechsel. Du gehst mal raus, du bist nicht mehr so identifiziert mit deinem Körper, mit diesen ganzen Emotionen, die da rumschwirren. Du gewinnst ein bisschen Abstand, wie mit diesem Flugzeug. Dich nimmt es nicht mehr so mit. Und dann kannst du auch die richtigen Entscheidungen treffen. Du hast den Überblick von oben. Und dazu gibt es eben ganz einfache Mittel, Techniken, wie zum Beispiel, dass du ganz einfach bewusste Atemzüge in deinen Alltag einbaust. Solche Glocken der Achtsamkeit, das häufig genannt, wo du einfach so Punkte dir setzt, wenn du zum Beispiel jedes Mal, wenn du aus dem Fenster rausschaust bei dir im Büro oder jedes Mal, wenn du an den Türgriff von deinem Auto fasst, nimmst du mal einen bewussten Atemzug und machst dir vielleicht auch nochmal bewusst, hey, wie dankbar du dafür sein kannst, wie schnell du jetzt an den Ort kommen kannst. Vor 200 Jahren, jeder König wäre froh gewesen, wenn er so schnell an den Ort gekommen wäre. Heutzutage haben wir ganz andere Mittel und Wege. Und wenn du zum Beispiel ins Internet gehst und deinen Browser aufmachst oder sonst was, ins Handy, und dann machst du dir nochmal kurz bewusst, ey, du bist jetzt mit jedem verbunden. Diese Möglichkeit gab es vor 20 Jahren noch nicht.
20, 30, noch nicht für jeden auf jeden Fall. Heutzutage hat jeder die Möglichkeit, oder wie ich hier auch, ein Video aufzunehmen. Jeder auf der Welt kann sich das anschauen, egal wo du bist. Und das sind alles so Techniken, wo du eine ganz andere psychische, emotionale Balance, eine innere Stärke entwickeln kannst, wo dich einfach nichts mehr aus der Ruhe bringt. Du kannst ganz entspannt durch deinen Alltag gehen. Du bist nicht mehr so mitgenommen. Du hockst wie immer wie in deinem Flieger und siehst es so von oben. Du kannst das machen, was nötig ist, weil du einen Überblick hast. Du weißt, was nötig ist, weil du nicht so zack, so voll da reingesogen bist und nur damit identifiziert bist. Nur an diesem Punkt bist, wo es nicht vorangeht, an der Ampel in dem Auto, sondern du bist an dem Punkt, dass du wieder einen Überblick hast, dass du einen gewissen Abstand hast, um das richtig zu reflektieren. Das sind eben auch immer so Dinge, wenn man die Ernährung umstellt, die einem nicht so bewusst sind, was da auch passieren kann, wie sich eben diese körperlichen Blockaden häufig lösen kann. Also wenn das auch ein Punkt bei dir ist, dann melde dich gerne mal bei mir. Und dann können wir da auch wirklich mal schauen, wie du da Schritt für Schritt vorangehen kannst. Und ja, das war's eigentlich. Dann hoffe ich, du hast was mitgenommen aus dem Ganzen. Und noch wichtiger, du setzt es um. Und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut. Ciao.